Hallo zusammen, ein neues Video von mir, und zwar gibt es heute einen Valentinstags-Look, beziehungsweise einen dezenten Alltags-Look. Ich dachte, okay, irgendwas in die Richtung, irgendwas Rosé-mäßiges möchte ich eben aufschminken und möchte dazu heute meine Anastasia Beverly Hills Modern Renaissance Palette benutzen, und es wird einfach ein sehr schöner, dezenter Alltags-Look. Und da ich die Palette liebe und sehr, sehr häufig benutze, dachte ich mir, Mensch, das könntest du auch mitdrehen, auf jeden Fall. Ob das jetzt wirklich ein Valentinstags-Look sein muss, wage ich mal zu bezweifeln. Ich denke, man kann jeden Tag rosa tragen. Ich hole euch etwas näher. Ich habe eine Lidschattenbase schon aufgetragen. Und ich lege los mit einem Lidschattenpinsel. Und ich brauche auch nur diesen einen. Also es ist wirklich ein ganz schneller, einfacher Look. Und ich nehme jetzt von Sueva die 2:8 Luxe Crease und gehe als erstes in die Farbe Buon Fresco oder wie der auch immer heißt, dieser Ton, dieser schöne Mauve-Ton. Eine ganz, ganz schöne, schöne Farbe, und den setze ich in die Lidfalte und ziehe den relativ weit nach oben. Und ich versuche möglichst gerade in die Kamera zu gucken, vielleicht könnt ihr es auch erkennen, also ich habe die Kameraeinstellung ein bisschen verändert, dass ihr das vielleicht ein bisschen besser sehen könnt einfach. Dadurch, dass ich Schlupflider habe, das sieht man eben daran, wenn man gerade in den Spiegel guckt, wenn dieses obere Lid eben auf das bewegliche Lid drückt. Man sieht bei mir zwar immer noch ein bisschen was vom beweglichen Lid, aber je älter ich werde, umso schlimmer wird das Ganze natürlich. Und es ist auch unterschiedlich. Also wenn ich jetzt mal gerade in die Kamera gucke, könnt ihr vielleicht sehen, dass dieses Auge weitaus hängender ist als diese Seite hier. Weil auf dieser Seite auch der Knochen etwas anders bei mir sitzt. Also der ist hier um einiges höher als auf dieser Seite. Und das möchte ich natürlich immer so ein bisschen ausgleichen mit dem Lidschatten. Weil ich auf dieser Seite grundsätzlich einen stärkeren Schatten habe als auf dieser Seite. Deswegen, ja, muss man einfach versuchen, auf dieser Seite immer ein bisschen dunkler zu werden. Also hier muss ich immer ein bisschen mehr Lidschatten auftragen als auf der anderen Seite. Damit das einfach hinterher vom Schatten gleich aussieht. Mit dem gleichen Pinsel gehe ich dann erstmal in die Farbe Tempera, das ist dieser helle Ton, und damit verblende ich praktisch den Mauve-Ton so ein bisschen unter der Augenbraue. Dieser Ton ist mir allerdings nicht wirklich hell genug, also ich nehme immer gerne noch einen helleren Ton danach, um wirklich unter der Augenbraue zu highlighten, aber zum Verblenden geht das auf jeden Fall ganz gut. Und dann mit dem gleichen Pinsel gehe ich in die Farbe Venetian Red. Das ist dieser wunderschöne Pink-Rotton. Eine ganz, ganz tolle Farbe. Klopfe den Pinsel gut ab und tupfe den erstmal vorsichtig in das äußere V, da wo ich den eben am stärksten haben möchte. Und blende den dann ganz, ganz leicht aus. So ein bisschen nach vorne, ein bisschen nach oben. Ich möchte eigentlich nur so einen Hauch Farbe dort haben, weil es soll schon ein bisschen rosa, pink sein, aber es soll eben trotzdem noch sehr, sehr alltagstauglich sein. Und dabei gucke ich halt immer möglichst gerade nach vorne, um zu sehen, wenn ich die Augen geöffnet habe, dass man eben auf beiden Seiten gleich viel von dem Pinkton sieht. Und zum Schluss nehme ich die Farbe Vermeer, und die nehme ich einfach mit dem Finger auf und setze die auf das bewegliche Lid. Und der Ton ist einfach mit dem Finger um einiges intensiver, als wenn ihr das mit dem Pinsel machen würdet.
sieht einfach schöner aus. Und dann nehme ich nochmal meinen Blendepinsel und blende nochmal hier über die äußere Ecke, damit er halt wieder so ein bisschen rosa durchschimmert. An den unteren Wimpernkranz setze ich auch diesen Move-Ton. Nehme einfach einen kleinen Lidschattenpinsel und werde den einfach ganz bisschen, nur ganz, ganz leicht. Und gehe dann auch nochmal in die Farbe Vermeer mit dem Pinsel, mache den natürlich ein bisschen sauber und setze diesen Ton auch in den Innenwinkel als Lichtpunkt. Und das war's dann auch soweit an den Augen. Ich persönlich werde natürlich jetzt noch meinen weißen Kajal auf die untere Wasserlinie setzen, mit Concealer das Ganze reinigen. Und dann werde ich mein restliches Gesicht fertig schminken und dann zeige ich euch das fertige Ergebnis. Was habe ich noch gemacht? Ich habe also ganz normal mein Manhattan Compact Clear Face Powder in der Farbe 70 Vanilla aufgetragen. Und auch das war mir dann etwas zu dunkel, deswegen bin ich nochmal mit dem RCMA No Color Powder drüber gegangen, um das Ganze halt ein bisschen aufzuhellen. Bronzer habe ich heute überhaupt nicht verwendet. Stattdessen habe ich von Makeup Revolution diese kleine Palette hier genommen, die Renaissance Glow Palette, und habe eben diesen Konturton genommen, um eben einfach ein bisschen zu konturieren. Nur ganz, ganz leicht, bin eben auch so in die Haaransätze so ein bisschen gegangen und das war's dann auch. Als Rouge habe ich heute verwendet von Benefit das Dandelion Blush. Das ist einfach so ein ganz, ganz heller Roséton. Nichts Extremes, Dramatisches. Und als Highlighter habe ich heute verwendet von Laura Mercier den Matte Radiance Baked Powder in der Farbe 01 Highlight, einer meiner absoluten Favoriten. Habe mir dann noch die Wimpern getuscht mit der Benefit Batgirl Bang Mascara, weil ich die ja immer noch am Testen bin. Und das war's dann auch. Auf die Lippen habe ich noch von Jeffree Star den Velour Liquid Lipstick in der Farbe Celebrity Skin gegeben, weil es einfach mein Liebster ist. Wenn es tatsächlich ein Valentinstags-Look für mich wäre, würde ich wahrscheinlich eher einen Lippenpflegestift einfach benutzen. Ansonsten, ich finde, das ist ein sehr, sehr schöner Alltagslook mit der Anastasia Beverly Hills Modern Renaissance Palette. Ein Look, den ich sehr, sehr häufig im Alltag eben auch trage. Sehr schnell, sehr dezent, sehr alltagstauglich, für die Schule tauglich, für die Arbeit tauglich, denke ich. Nichts super Dramatisches, sondern einfach ein ganz schöner, dezenter, rosé-moviger Alltagslook. Ich hoffe natürlich, dass euch dieser Look gefallen hat. Hinterlasst mir sehr gerne fleißig Kommentare und Bewertungen, da würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Auch gerne Videovorschläge, wenn ihr irgendwas Spezielles sehen wollt, dann lasst mir das als Kommentar da. Und wenn ihr mögt, sehen wir uns hoffentlich sehr, sehr bald wieder. Habt einen wundervollen Tag. Macht's gut. Tschüss.